schlimm sein, denken sich Hajo Beck und Ehefrau Anne Rose. Und flugs wird ein freundlicher Handwerker bestellt, der die Ursache des Übels beseitigen soll. Dass dies nur der Auftakt zu schier unglaublichen Erlebnissen mit der menschlichen Spezies Handwerker ist, das hätten sich die Becks allerdings nie träumen lassen. Der Handwerksmeister der Komödie, Joachim Röhring, hat seine feuchtfröhliche Geschichte Der kleine Dachschaden mit Uwe Friedrichsen und Gabi Dohm in den Hauptrollen inszeniert. Und da bleibt kein Auge trocken. Wirklich gute Unterhaltung im 16:9 Format wünscht Ihnen Sony Home Entertainment. Sehr schön weit. Dahinter liegt erst ein Parkplatz und dann irgendwann die Insel Rügen. Wenn ich noch bis zum Parkplatz käme, mein Lieber, dann würde ich mit euch gar nicht mehr spielen. Du bist sehr gut, Hajo. Es gibt nur wenige Frührentner, die so olympisch spielen wie du. Immer schön nach der Devise dabei, dabei sein. Dabei sein ist alles, ja, ich weiß. Aber Mensch, ich bin verspannt hier oben. Es gibt einen Wetterwechsel. Regen, Jungs, jede Menge. Gute Plätze sind meistens schneller trocken, als man denkt. Dieser hier ist jetzt nicht bespielbar. Er ist heute Abend nicht bespielbar. Und in der Nacht soll es weiter regnen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch ein ordentliches Hotel. Vor 10 Jahren war hier noch eine LPG. Und was versäumst du denn zu Hause? Da regnet es genauso. Bei den Preisen hier? Ich finde, zu Hause regnet es billiger. Dienstleistungsfrühstück. Jeder sein eigener Kellner. Es gibt schon Hotels, da müssen die Gäste das Personal auch noch bedienen. Guck mal den Schinken, den dürftest du. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Da drüben liegt doch Margarine, entschuldige bitte. Ah, wenn ich dich nicht hätte, Cherie. Und das schon am frühen Morgen. Guten Morgen. Morgen. Die Ersten am Buffet sind immer die Rentner. Ja, nicht nur hier, das ist überall auf der Welt so, mein Lieber. Kaffee aus der Thermoskanne. Wie Rotwein. So warm. Ja, und auch so alt. Aber das Wetter, Schorsch, was habe ich dir gesagt gestern? Man kann ja auch mal mit Schirm spielen. Ich finde das ja auch. Ja, man kann es natürlich auch bei Glatteis treiben. Aber das wäre dann schon Masochismus mit Einlochen. Übrigens, Kapelzis kommen nicht zum Frühstück. Die wollen lieber gleich losfahren. Schöne Grüße an euch. Bei denen hat man heute Nacht eingebrochen. Eingebrochen? Hier im Hotel? Nein, zu Hause in Bremen. Die waren völlig geklatscht, natürlich. Nein! Siehst du? Ist das verrückt? Gestern Abend haben wir beide noch mit den beiden über Alarmanlagen gesprochen. Und Tessie war total dagegen. Total. Aber sowas von total. Ja, das Klauen, das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Aber der Ärger. Und dann reißen sie alles kaputt und machen wer weiß was voll. Und ihr habt euch jetzt so ein Ding einbauen lassen? Mhm. Das neue Haus? Vorige Woche erst. Gut, das muss man jetzt schon wegen der Versicherung. Bungalow fast ebenerdig. Kleiner als das frühere Haus. Na, ihr werdet's ja mal sehen. Nicht mehr so viel Treppen, darum ging's uns vor allem. Im Herbst kommt die große Asientour. Wir sind auch jetzt schon dauernd unterwegs. Da steht die Bude einfach zu lange ohne Aufsicht. Und du glaubst wirklich, dass sich im Ernstfall jemand darum kümmert, wenn bei euch die Sirene hupt oder eine rote Lampe blinkt? Das interessiert doch keine Sau mehr. Wir haben den Alarm zu einem Wachdienst durchgeschaltet. Und der meldet das automatisch meinem Handy. Also, wenn das heute Nacht bei uns passiert wäre, dann hätte es auf meinem Nachttisch gebimmelt. Da hat der alles drauf. Ist das Neueste. Alarm auf dem Handy? Mhm. Und das Handy gleichzeitig
als Fernbedienung. Alles kombiniert. Also, mit dem Ding könnte ich theoretisch sogar von Florida aus unser Garagentor zu Hause rauf und runter fahren. Von Florida aus? Wenn dir das was gibt. Donnerwetter. Ja, wenn schon, denn schon. Wir brauchen das. Kodierung drin und bestätigt? Ist drin. Dreimal geblinkt? Ja, dreimal. Gut. Was musst du jetzt eingeben? 4-1 Garage auf. Richtig und bestätigen. Ich glaube, du hast jetzt 4-1-1, oder? Guck, 4-1, ganz genau. Ah ja, entschuldige, das sah von hier aus so aus. Mach mal. Nein, nicht um Gottes Willen. Alarm aus, 464 und zweimal bestätigt. Aber ich habe das schon ausgeschaltet. Na ja, dann schalte doch wieder ein. Komm, gib her. Na, siehste? Ich wollte doch nur... sagen können. Das glaubt uns kein Mensch, Mensch. Das geht nicht aus, das Mistding. Nein, Notfall, akut. Also die Anlage, die Sie hier jetzt gerade eingebaut haben, die... Was? Also diese Anlage spielt total verrückt. Nein, völlig durchgeknallt. Ein Fehlalarm nach dem anderen. Das muss er sich jetzt ansehen. Und zwar er selbst. Und zwar ganz schnell. Und wenn ich sage ganz schnell, meine ich sofort. Ist das klar? Ja, Hajo Beck. Guten Tag, Frau Klanz. Frau Klanz, schauen Sie doch bitte mal auf mein Giro. Ich hatte da einen Überweisungsauftrag vorige Woche. An die Firma Eversafe Alarmanlagen. Summe ungefähr 18. Ja, genau. Oh, wie schön, wenn eine Bank so langsam ist. Gnädige Frau, die ist doch zu schwer. Darf ich? Oh, danke schön. Klemm fest, der Wagen, was? Kriegen Sie ihn nicht raus? Ja, vor allem nicht rein. Ah, Sie wollen rein mit dem Wagen? Ja, natürlich. Und deshalb laden Sie jetzt die Gepäckstücke aus. Das glaubt ja alles kein Mensch. Wenn das Ihr Auto ist und Sie da rein wollen, warum klemmen Sie das dann fest? Herrgott, das waren nicht wir. Das war die Alarmanlage. Die haben Sie ausgelöst? Ja. Ja? Ja, aber mit unserem Handy ist das passiert, beim Aufmachen. Nee, nee, nee. Die Besitzer von diesem Objekt sind nämlich im Urlaub. Können Sie sich bitte mal ausweisen? Wie ausweisen? Ich mich? Sie müssen nicht. Aber dann müsste ich die Polizei rufen. Ach, Sie sind unser Wachdienst. Und warum sagen Sie das nicht gleich, Menschenskind? Hajo, Hajo, unser Wachdienst ist da. Ach du Schande, Herr Beck. Das gibt's doch gar nicht. Was haben Sie denn da gemacht? Ihre Anlage benutzt, das Geld für Ihre Rechnung storniert. Und drittens habe ich mir überlegt, wohin ich Sie am besten treten werde. Hajo, bitte, vielleicht hat ja auch Frau Krieger was falsch gemacht. Die hatte den Schlüssel zum Blumengießen. Herr Beck, ich glaube zu sagen, das kann gar nicht sein. Es tut mir natürlich wahnsinnig leid. Mir auch. Wohin hätten Sie es am liebsten? Hör auf damit. Denk an dich. Bitte, bitte.
Das geht rein technisch gar nicht. Das geht gar nicht. Ich darf mich nicht aufregen, deswegen ganz ruhig, Herr Pfeiffer. Woher? Herr Beck, hier sind zwei Sensoren. Und der Garagentormotor ist so lange blockiert, wie auch nur irgendetwas dazwischen kommt. Egal ob Fahrrad, Schubkarre oder Fremdkörper. Eine Schubkarre und ein Fremdkörper sind ja auch gar nicht dazwischen. Sondern ein Automobil? Das gibt's gar nicht. Ja, deshalb meine Frage. Wohin? Wissen Sie, ich habe nämlich mal jemanden ganz spontan vorne reingetreten. Und erst nach Jahren habe ich erfahren, es wäre ihm hinten viel lieber gewesen. Herr Beck, das hier kann gar nicht sein. Das geht gar nicht. Muss vielleicht doch jemand dran manipuliert haben. Vielleicht doch die Dame mit den Blumen. Wir hatten zwei Alarmmeldungen. Also der Einsatz muss berechnet werden. Auf jeden Fall. Sehen Sie, ein Einbruchsversuch abgewehrt. Beim zweiten dann allerdings. Nein, das geht auch nicht. Herr Beck, ich glaube wirklich zu sagen, das ist elektronisch hundertprozentig ausgeschlossen. Vorne oder hinten? Vielleicht war hier ein Gewitter. Bei dem vielen Regen? Wäre eine Möglichkeit. Schönen Tag noch. Übrigens, Herr Pfeiffer, wir haben immer noch keine Zulassung für diese Anlage. Ja, das mache ich in den nächsten Tagen. Der Sachbearbeiter war krank, ich kümmere mich drum. Ein Gewitter an sich ist auch keine Erklärung. Wissen Sie, die Glasbruchsensoren, die wir montieren, reagieren nicht mehr auf Druckwellen. Die sind herstellerseitig absolut donnerfest. Bei einem extremen Gewitter allerdings, also mit hohem Entladungspotenzial, ganz extrem, wenn es auf die Stromversorgung schlägt, dann allerdings könnte das vielleicht auf diesem Umweg in unserem Haftungsausschluss doch enthalten sein. Das Gewitter? Ja, als höhere Gewalt. Mutti, geh doch mal bitte ran, wenn ihr da seid. Oder ruf doch bitte mal an. Moment, Lucy will noch was sagen. Nein, sprich Deutsch bitte. Sag Omi guten Abend, Omi. Oder nicht. Tschüss, Mutti. Das ist höherer Push, sowas, aber keine höhere Gewalt. Das ist die modernste Technik, Herr Beck. Nee, erstmal das Tor hoch und festsetzen. Richtig festsetzen, damit der Wagen wieder freikommt. Das ist das Modernste. Und je moderner, desto sensibler reagiert das Ganze natürlich auch. Push. Möglicherweise ist Ihre Technik Murks. Oder Sie haben das falsch montiert oder falsch geschaltet, was weiß ich. Aber das hier ist Push. Sie können das nicht, Herr Pfeiffer. Oder haben Sie schon mal Anlagen gebaut, die funktionieren? Was? Ich verstehe ja Ihren Ärger. Aber ich glaube zu sagen, wir haben wirklich nur Spitzenleute in dieser sensiblen Materie und die bauen ihre Anlage auch fachgerecht ein. Aber was können die für ein Unwetter mit allen Konsequenzen? Ach, und bei dem nächsten Gewitter? Das war extrem. Ein Ausnahmegewitter. Pfusch ist das! Miserabler Pfusch! Und glauben Sie ja nicht, dass ich auch nur einen Pfennig bezahle, bevor das Ding nicht astrein funktioniert. Astrein! Keinen Pfennig vor dem nächsten Gewitter. Herr Beck, wenn's richtig blitzt, da bleiben ganze Eisenbahnzüge stehen. Flugzeuge sind schon abgestürzt, weil die Elektronik im Gewitter verrückt gespielt hat. Herr Pfeiffer, ich habe von Ihnen kein Flugzeug gekauft, verdammt nochmal, sondern eine Alarmanlage. Und wenn das Mistding nicht funktioniert, dann reißen Sie das Ganze wieder raus und stellen den ursprünglichen Zustand wieder her. Amerikaner, Herr Beck, die können ja nur wirklich mit Elektronik umgehen. Und trotzdem hat neulich ein einziges Gewitter die gesamte Westküste lahmgelegt, von San Diego bis rauf nach Seattle. Ja, nur im Unterschied zur amerikanischen Westküste war dieses Haus gerade frisch tapeziert. Und Sie werden es mir wieder neu tapezieren, wenn Sie Ihren Dreck hier rausgerissen haben. Und ich ziehe mit meiner Frau so lange ins Maritim. Mein Lieber. Wahrscheinlich. Ja, das nehme ich auch an. Aber richtig tropfen tut es eigentlich nicht. Eben hat es noch. Jetzt nicht mehr. Der Regen hat ja auch aufgehört. Aber wenn er wieder anfängt... Ja, dann stellst du das Pfeilchen drunter. Brauchst du nicht zu gießen. Über 20 Jahre hatten wir im alten Haus ein dichtes Dach. Wenn nach dem Regen heute früh nur die paar Tropfen durchkommen, dann kann das nichts Ernstes sein. Sonst müsste hier die ganze Bude unter Wasser stehen. Naja, schön ist das auch nicht, aber
Im Vergleich zu dieser scheiß Alarmanlage ist dieser Fleck doch ein Klacks. Wenn wir die Matten nicht dazwischen gelegt hätten, dann müsste der uns jetzt ein neues Auto kaufen. Das hast du schon sehr gut gemacht. Aber dein Gesicht hättest du sehen sollen, wie das Tor da auf einmal wieder runterkam. Hm. So, mein lieber Lindemann, aber jetzt mal honorarfrei. Wenn ich Ihr Mandant wäre, gleich verklagen den Sauhund oder was macht man? Langsam, vorsichtig. Sie haben Nachbesserung verlangt und die hat er sofort geleistet. Und zwar vorbildlich, innerhalb allerkürzester Frist. So viel Zuverlässigkeit gibt's ja sonst überhaupt nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt total verunsichert bin mit der Anlage, weiß man denn, was morgen damit passiert? Also, der Verlust von Vertrauen ist kein materieller Schaden, ist immateriell. Also, lieber Beck, ich würde sagen, Sie ärgern sich besser ohne Anwalt, ja? Und für einen Bruchteil des ersparten Honorars gehen wir alle einen trinken, okay? Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Heute ist unsere gute Fee, Frau Dr. Klingenberg. Wow. Alle fit? Oder hat mir irgendjemand was zu beichten? Herr Beck, sieht etwas ab. Ich? Nein, nein, alles okay, alles gut. Ich habe heute vielleicht ein bisschen zu viel gelacht. Also lassen Sie uns beginnen. Hoch, alle mitmachen bitte, meine Herren, ja. Das ist doch die reine Verschwendung, dass die bloß aufpasst, die Ärztin. Ja. Was könnte man mit der für Gymnastik treiben? Oder Bodenturnen mit zum Beispiel. Alle mitmachen bitte, meine Herren, ja. Guck mal, das ist ja hochinteressant, mein Lieber. Ach so, nee, nee. Okay, okay, ich meine... Also stimmt's doch. Das ist alles wahnsinnig blöde formuliert. Also, jetzt nichts machen, nur wenn ich schreie oder die Sirene, dann Hauptschalter aus. Und der Wachdienst? Ist weggeschaltet. Moment, mein Schatz. Ich bin scharf. Achtung. Jetzt. Geht hoch. Aus, Anne, aus. Das heißt, du kannst dieser Firma gar nichts anhängen? Wie denn? Das Mistding funktioniert doch jetzt fabelhaft. Jedenfalls bei schönem Wetter. Naja. Und, im Betrieb? Seifert hat die DH4-Analysen von mir ausgegraben, die wir vor 3 Jahren gemacht haben. Ah! Jetzt will er sie dem Vorstand präsentieren. Natürlich als seine geistigen Kinder. Na, viel Vergnügen. Da habe ich mich damals bei mindestens 2 Prämissen total verhauen. Damit wird er ganz fürchterlich auf die Schnauze fallen. Beim autogenen Training ist er. Das hat er in der Reha-Klinik angefangen, das macht er ganz brav weiter, einmal die Woche. Das hört sich für seine Verhältnisse auch gar nicht sehr aufgeregt. Naja, jedenfalls ist das Haus jetzt gesichert und wir können kommen. Ja, Mama, das ist im Augenblick ein kleines Problem. Ich glaube, Lucie brütet gerade was aus. Windpocken oder Mumps, ich weiß noch nicht so genau. Könntet ihr eure Reise nicht noch ein bisschen verschieben? Ein Gewitter. Schon lange? Ich weiß nicht, ich bin eben erst wach geworden. Solange die Sirene nicht heult, ist alles in Ordnung. Ich dachte an den Fleck, weißt du? Ob wir nicht lieber mal nachsehen? Was für ein Fleck? Achso, an der Decke. Ja. Der Regen ja länger und es tropft erst später. Ach, was, aber haben wir uns gar nicht lange verrückt. Wir machen das hier drunter frei. Du holst eine Plastikwanne und ein Blatt Zellstoff oder Klopapier. Okay. Ich hol das erst mal weg hier. Marie,
Nacht hat's geschüttet wie aus Eimern. Kein Tropfen durchgekommen. Alles total trocken, okay? Was machen wir jetzt damit? Gar nichts? Ja, was schlägst du vor? Lass doch einfach mal nachsehen lassen, denn irgendwo muss das Wasser ja hergekommen sein. Sehr gut, nachsehen lassen. Das mache ich. Früher hast du mich manchmal mit einer Blume geweckt. Du, ich habe einen. Einen was? Einen fürs Dach, der Chef selber. Muss gleich vorbeikommen. Das ist aber schön so schnell. Ganz einfach, gelbe Seiten. Eine Firma hier ganz in der Nähe. Die Frau sagt, ja, der Chef muss irgendwo bei Ihnen um die Ecke sein. Ich versuch's mal. Nach 10 Minuten ruft sie wieder an. Sie hätte ihn über Handy erwischt und er käme gleich vorbei. Die Frau vom Dr. Breitkreuz war übrigens auf dem Markt. Die haben ja den gleichen Bungalow-Typ wie wir. Und die sagt, an den Dächern hier in der ganzen Nachbarschaft, da wäre noch nie was dran gewesen. Ja, alle Jahre. Ja, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas ist. Aber schaut, ein Fleck an der Decke ist eben ein Fleck. Ne? Übrigens, für den Mann gleich einen Topf Kaffee und ein Brötchen oder sowas. Du weißt, wie bei den Malern. Teerosenweg 31. 70er Jahre Bungalow, Flachdach, kleine Schräge, Grundfläche ca. 140 Quadratmeter. Containerstellplatz vor Garage. Guten Tag. Fresco, guten Tag. Sind Sie Herr Beck? Ja. Sie haben bei meiner Sekretärin angerufen? Ja. Bitte, treten Sie näher. Kommen Sie. Sehr freundlich, danke schön. Aber ich muss mir so ein Ding immer erst mal von außen angucken. Sie wissen ja, Dachdecken ist eine sehr äußerliche Angelegenheit. Ja, ja. Nein, ich dachte nur vielleicht, dass Sie sich den Fleck noch mal angucken wollen, vorher. Was für ein Fleck? An der Decke, wo es durchgekommen ist. Das ist ja so ein Fleck. Oh, wissen Sie, ich habe schon so viele Flecken gesehen. Nein, ja, nein. Ich meine, da, wo es innen durchgekommen ist, damit Sie die Stelle, oder damit Sie wissen, wo es außen gewesen sein könnte. In etwa die Stelle innen. Das ist doch völlig unerheblich, Herr Beck. Wenn Sie ein neues Dach kriegen, dann ist das überall dicht. Und dann spielt das doch überhaupt keine Rolle, an welcher Stelle das alte geleckt hat. Ach so, neues Dach. Ja. Oder wieso fragen Sie? Nein, nein, Dach ist schon richtig. Aber ich dachte vielleicht, kein ganzes vielleicht. An dem Dach hier ist nämlich noch nie was gewesen. Also hier in der ganzen Gegend nicht, auch bei den Nachbarn nicht. Und wir haben ja auch nur einen Fleck. Also wir hatten einen Fleck, so groß ungefähr. Aber das ist jetzt nur noch ein schmaler Rand. Trocken, ganz trocken. Also ein trockener, schmaler Rand. Und deswegen ganz neues Dach, ich weiß ja nicht. Wissen Sie, Reparaturen machen wir gar nicht. Und auch für ein Neudach könnte ich Ihnen Terminangebot frühestens... Oh. Warum rufen Sie nicht einfach den Kollegen an, der das seinerzeit mal gedeckt hat? Ja, ist eine gute Idee. Falls er noch lebt. Ja, Tresco. Ja, oder morgen. Guten Tag. 14 Uhr, 14:30. Nehmen Sie erstmal einen schönen Kaffee und ein anständiges Brötchen. Okay. Ein solcher Wagen für einen Handwerker. Eindruck wie dieser Lackerfisch hinten. Nichts weiter als Eindruck. Aber das hat doch bei dir auch funktioniert, oder? Nicht, wenn ich das Auto mitbezahlen muss. Dachdecken dazu, Alter. Nee. Auch nicht, wenn er gewollt hätte? Ah, hier. Baufirmen. Moment. Hier, Dach, Müllmann und Sohn. Hm, schon sympathisch, ne? Und Sohn? Klingt irgendwie solide, ne? Findest du nicht? Und Sohn? Ja, nicht Müllmann und Maserati, sondern Müllmann und Sohn. Altdeutsch, falls die Telefonnummer noch stimmt. Wenn in der Firma Vater und Sohn sind, dann fahren die wahrscheinlich zwei Maseratis. Ja, hier spricht Beck. Ich wohne hier in einem Haus und da gibt es nur eine kleine Schwierigkeit. Ja, hier ist Beck, Teerosenweg 31. Ich hatte vor 14 Tagen angerufen. Beck. B-E-C-K. Er ist da. Hä? Er ist da. Wer ist wo? Müllmann, unser Dachdecker. Mhm. Los, komm. Sei lieb zu ihm und erkläre ihm bitte nicht wieder, wo du ihn hintrittst.
und vorher alles frisch gestrichen. Ah, das da. Ja, ich kann so schlecht nach oben gucken. Halswirbel, wissen Sie. Ja, das kennt man als Dachdecker. Jeder Kunde denkt, sein Flecken wäre das Schlimmste. Ja, die Firma macht ja mein Junge inzwischen. Ich helfe nur noch ab und zu aus, damit der Opa sich noch nicht als altes Eisen fühlt. Guten Morgen. Das ist ja schön, dass Sie da sind. Wir haben uns ja schon über drei Wochen auf Ihren Besuch gefreut, nicht wahr? Oh, angenehm. Mein Mann? Müllmann. Ja, Herr Müllmann, Sie möchten jetzt sicher mal aufs Dach, nicht? Nee, danke, das kenne ich. Ich habe ja die ganzen Dächer hier gemacht in der Anlage damals. Großer Auftrag und Glück gehabt. Überhaupt keine Reklamation. Und gute Leute hatte ich. Die sind zwar teurer, aber auf Zeit gesehen eben doch am billigsten. Wird ja viel Fusch gemacht am Bau, überall. Tatsache. Unter uns. Wir haben auch schon mal gepfuscht, klar. Aber hier haben wir wirklich Glück gehabt. Um Himmels Willen, Herr Müllmann. Ich will Ihnen doch hier nicht nach 18 Jahren eine Reklamation anhängen. Nein, nein, ich habe mir gedacht, Sie haben das Dach gebaut, Sie kennen das. Und Sie werden mir am besten helfen können. Mit dem kleinen Fleck da. Ja, es war frisch gemalt. Das ganze Haus. Frisch tapeziert und frisch gemalt. Wissen Sie, Wasser ist so dünn und so schnell. Der Fleck da, der kann im Grunde alles sein. Wann war denn der feucht? Vor 4 Wochen etwa. Seitdem allerdings nicht mehr. Und wie oft hat es seitdem geregnet? Dauernd. Jede Menge. Und die ganze Zeit ist der trocken geblieben? Ja, das ist ja das Verrückte. Warum? Hat man aber oft bei solchen Flecken. Der stammt nämlich gar nicht oben vom Dach. Ach nee. Und wo kommt er dann her? Von innen. Von wo innen? Glauben Sie, wir spritzen hier Wasser an die Decke? Und das auch noch, wenn wir nicht zu Hause sind? Nein, nein. Sehen Sie, Sie hatten doch einen Maler. Alte Tapeten abgeweicht, Wände gewaschen, neue Tapeten geklebt, gestrichen. Das macht doch jede Menge Feuchtigkeit im Haus. Nässe. Ein Teil davon wird weggelüftet. Aber ein Teil zieht immer ins Dach als Dampf. Und wenn dann der erste Regen kommt, kühlt der Dampf plötzlich ab und kondensiert sich. Und meistens zu Wasser. Und dadurch gibt es dann manchmal einen solchen Fleck und nicht mehr. Und das war's. Also, vergessen Sie es. Sagen Sie Ihrem Maler, er soll die Stelle einfach noch mal überrollen. Und dafür wollte uns der andere das ganze Dach neu machen. Wegen einem Kondensat. Sagt der Dachdecker, mein Kondensat? Mein Kondensat? Ich habe kein Kondensat. Ich habe noch nie ein Kondensat gehabt. Und ich male schon seit 30 Jahren. Ich habe Ihnen das ganze Haus tapeziert und gestrichen. 5 oder 6 Zimmer. Die Flure, alle Wände. Alles war in Ordnung. Sie waren zufrieden, glücklich waren Sie. Und auf einmal ist hier Kondensat. 10 Zentimeter hier. Und da? Warum denn hier und nicht woanders? Schreien Sie meine Frau gefälligst nicht so an, ja? Herr Beck, ich hole mir keinen Infarkt für Sie und für Ihre Frau und für Ihren Dachdecker schon gar nicht. Ich kann Ihnen die Stelle da oben isolieren und dann die ganze Decke neu streichen. Aber nicht als Reklamation. Und erst wenn Sie mir schriftlich geben, dass die Leckage am Dach behoben ist. Vorher nicht. Ach, das auch noch. Erst beschuldigen und dann pampig werden. Passen Sie auf. Ich warne Sie. Ich warne Sie. Raus! Von mir aus können Sie absaufen mit Ihrem Scheißdach. Absaufen! Und dann lassen Sie Ihren Dachdecker tapezieren. Da, da, da! Lassen Sie doch Ihren Dachdecker tapezieren! Das war des Malers Fluch, mein Lieber. Und der kann auch teuer werden. Wieso? Wie meinen Sie das? Handwerker können Häuser verhexen. Wussten Sie das nicht? Oh. Apropos Hexen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich kann ja nicht endlich mal eine gemischte Übung machen. Die geht eigentlich Boxspringen. Guten Abend. Das Buffet kommt so gegen 5. Was machst du denn da? Puder. Körperpuder. Genial. Man sieht gar nichts mehr.
fast gar nichts mehr. Für heute Abend reicht's jedenfalls. Liebe Kerstin, ein guter alter Freund aus Lüneburg, Georges Brose. Ein Wunderkind übrigens. Wirklich? Was denn? Geige, Klavier? Nein, Golf. Er hat als Vierjähriger schon genauso gut gespielt wie heute. Dann könnten Sie es mir also auch beibringen? Aber wie verrückt, Neva. Jetzt gleich? Oh, Tessie, hallo. Das Weib des Internisten. Die spielt besser, als wir beide zusammen je gespielt haben. Ein tolles Handicap. Übrigens, da drüben steht Ihr Mann. Also habt ihr nur Ärzte als Nachbarn? Einen Chirurgen, einen Neurologen, einen Urologen? Ja, mein Lieber. Wenn du erstmal den ersten Probeinfarkt hinter dir hast, dann überlegst du es dir sehr genau, mit wem du dich lieber anfreundest. Mit dem Sensenmann oder mit den Ärzten. Obwohl jeder weiß, dass der Sensenmann in jedem Fall der zuverlässigere ist. Aber oh, das ist mein guter Freund Georges Brose, Golfer übrigens auch. Guten Abend. Der Privatdozent Dr. Krausnick, der Arzt für das Stündchen danach. Hm? Für das Stündchen danach? Pathologe wohnt direkt hinter uns. Wir kennen das Haus ja schon lange. Wir waren mit dem Vorbesitzer eng befreundet. Aber so schön, wie die Becks es sich zurechtgemacht haben, so schön war es nie. Also diese Essecke hier zum Beispiel war ganz abgeteilt. Ja, liebe Freunde, bevor ich jetzt die Buletten freigebe, ich verspreche euch, dass ich es diesmal kürzer mache als je zuvor. Also. Sag mal, habt ihr etwa einen Dachschaden? Wo? Nein, nein, das haben wir auch gedacht, aber zum Glück ist da ja auch gar nichts mehr zu sehen. Nein, nein, das ist nur ein kleiner Kondensatfleck. Bedingt durch die Malerarbeiten. Ich meine, wir haben ja das ganze Haus. Nein, da. Das, ja, das ist eine kleine Partyeinlage. Ja, liebe Freunde, andere engagierende Bauchtänzerin, wir halten es lieber mit den guten alten Wasserspielen. Ich fürchte, da werden wir den Dachdecker noch mal ranlassen müssen. Aber falls es schlimmer wird, Regenschirme, Mäntel, Gummistiefel gibt's in der Garderobe. Im Übrigen, herzlich willkommen auf gute Nachbarschaft und alte Freundschaft auch im neuen Haus. Und keine Panik auf der Titanic. Tut mir leid, Anne, gerade heute. Aber es hat auch den ganzen Tag über schweinisch geregnet. Guck mal, da kommt's auch schon durch. Hajo, unser Kondensat. Des Malers Fluch. Scheiße. So, ich habe Ihnen die Lieferadresse hier aufgeschrieben. Malermeister Edwin Völler, persönlich Holsteiner Bogen 81 und so weiter und so weiter. Bitte. Also ich finde es ja übertrieben. Wo der sich aufgeführt hat wie ein wild gewordener Affe. Aber wir haben ihn zu Unrecht verdächtigt und gekränkt. Immerhin hat er diesen Quatsch mit dem Kondensat sofort durchschaut. Und vielleicht hat er dann zu hohen Blutdruck. Aber bloß weil ich ihm sage, was unser Dachdecker sagt, dann wird der Mann gleich verrückt. Wir sind doch auch verrückt. Was haben die Menschen heute für Probleme? Und wir regen uns auf wegen Fleck an der Decke. Also, eigentlich aufregend tue ich mich eigentlich nicht. Obwohl, der neue Fleck war ja ganz schön groß. Den Kleinen hatten wir immerhin schon zum zweiten Mal. Und im alten Haus, das darfst du auch nicht vergessen. Da hatten wir so etwas nie. Hat er zurückgeschickt. Auf der Tour nicht. Mit drei Ausrufezeichen. Dieser Mann wird uns nichts mehr malen. Und wenn wir eine Sixtinische Kapelle hätten. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Komisch. Kein Anschluss unter... Justizmord! Wahrscheinlich von der Konkurrenz, irgend so ein Strolch. Ausgerechnet bei der Baubehörde soll mein Sohn was gedreht haben. Außerdem soll er pleite sein. Das ist eine ganz große Schweinerei, ist das. Wir haben unser Material von den Baustellen abgeholt, die Fahrzeuge gepfändet und alles. Das tut mir leid. Es ist übrigens doch wohl kein Kondensat. Was? Dieser Fleck, meine ich. Was ist kein Kondensat? Anrufbeantworter, aber niemand geht ran. Einer sagt, ja, Flachdächer machen wir sowieso nicht und generell bei Reparaturen, na ja, wollen mal gucken. Das, als ob ich da mit einem unsinnlichen Antrag käme. Einer wollte kommen, für 6.000. Was, 6.000? Ja! Ich habe nur zu ihm gesagt, Sie haben es doch noch gar nicht gesehen. Woher wissen Sie schon den Preis? Ja, sagt er, das sind so Erfahrungswerte. 6.000 plus Mehrwertsteuer. Der meiner Mutter die Heizung gemacht hat, der macht auch Dächer. Und sie sagt, er sei sehr nett. Oh.
dieser Party sind beide Stellen trocken geblieben? Ja, absolut. Gut, dann müsste ich mir das Dach mal angucken. Sie haben eine Leiter? Uraltes Ding, ich komme mit. Hallo, bitte. Schön. Glück gehabt. Wieso Glück? Gibt viele Häuser aus der Zeit, da hat man schlechte Dachfolien verwendet und die auch noch schlecht verarbeitet. War alles noch neu damals. Die sind heute meistens schon hinüber. Aber Sie haben eine gute Folie erwischt, gut verarbeitet. Da werden Sie noch lange Freude dran haben. Oh, danke. Meine Freude würde allerdings noch größer sein, wenn ich nicht diese Flecken an der Decke hätte. Und dann diese Pfütze da, das Wasser läuft ja gar nicht ab. Das ist das normale Standwasser und daran sehen Sie, wie dicht Ihr Dach ist. Denn wenn irgendwo ein richtiges Loch wäre, dann würde das Wasser ja reinrauschen in Ihr Haus. Ja, das dachte ich eben auch. Also kann da nur irgendwo eine kleine, vielleicht eine winzige Stelle sein, wo unter bestimmten Bedingungen Wasser eintritt. Irgend so ein Überlauf-Effekt. Okay, aber wo? Herr Beck, wenn ich das jetzt sagen könnte, dann wäre ich ein reicher Mann. Das kann nämlich überall sein. Wasser ist nun und schnell. Man muss den Kies beiseite schieben, das Vlies hochklappen, die Folie ganz, ganz sauber machen. Und dann findet man die Stelle. Das ist nicht schwer, das könnten Sie auch selber machen. Aber... Aber? Was? Das muss eben gemacht werden. Hajo, es läuft wieder durch. Beide Flecken nass. Das kommt um mich daher, weil ich hier rumgelatscht bin. Ein Golfball? Haben Sie Nachbarn, die Golf spielen? Ja, das könnte sein. Ich glaube, alle Golfspieler sind ein bisschen verrückt. Ja. Oben der Grobkies, darunter lose das Vlies, dann die Außenhaut, Wärmedämmung und die untere Folie, die sogenannte Dampfsperre. Und das Wasser sitzt nur hier drauf, auf der Dampfsperre, in irgendwelchen Taschen. Und wenn es zu viel wird oder wenn einer drauftritt, läuft's über und nach unten. Aber leider habe ich nur zwei Leute, die was davon verstehen. Und die kann ich Ihnen frühestens im November schicken. Ja, das ist sehr nett von Ihnen, Herr Jensen, aber da sind wir längst auf unserer Weltreise. Wenn es vorher noch klappen sollte, rufe ich Sie an. Aber ich würde mich an Ihrer Stelle lieber nicht darauf verlassen. Die Reise habe ich noch gar nicht gedacht in dem Zusammenhang. Jetzt, wo die Alarmanlage funktioniert. Wir können die Bude nicht so lange allein lassen, wenn das Dach nicht dicht ist. Besonders den Herbst über. Dreh dich mal um. Schnell, da. Die Wand. Kein Mensch glaubt uns das. Kein Mensch. Und auf einmal macht die Tapete. Ja, Beck? Nichts dran machen, sagt er. Niemitz, der hatte das auch mal. Die Nässe verschwindet von alleine und die Tapete zieht sich wieder glatt. Von ganz alleine? Ja, weil wir da eben diese Latexfarbe haben und die kann das. Nur nicht reinpieken oder draufdrücken. Hajo, sie ist schon weg. So gut wie weg. Das ist ja Wahnsinn. Und? In der Firma? Kunz hat gestern einen langen Vortrag darüber gehalten, wie sehr du uns fehlst. Naja, von einem Idioten vermisst zu werden, ist auch nicht so doll, was? Latex. Das ist Seide. Hä? Nein, nein, ich meine die Farbe. Du hast auch Latex auf der Tapete. Ja? Ja, das ist Latexfarbe. Und falls mal Wasser hinter die Tapete läuft, gibt das so eine Beule. Wo? An der Wand. Aber das Wunderbare ist, sie verschwindet auch wieder. Wie von selbst. Ich glaube, du musst jetzt. Au, 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 au. Wie meinen Sie?
Die ganz alte Dachfuhr, die Murmeln schlecht verlegt. Morg, Standwasser. Der Einlauf ist viel zu hoch. Und dann diese fiesen Entlüftungsstutzen. Absoluter Quatsch bei einem Foliendach. Überflüssig und gefährlich. Ein Wunder, dass sie nicht total abgesoffen sind. Wenn sie vielleicht nicht ganz so viel hin und her laufen würden. Tut mir leid, Frau Beck. Entweder sollen wir uns das hier ansehen oder nicht. Im Übrigen müsste es alles neu gemacht werden. Alles. Einschließlich Kanten, aber woher die Leute nehmen. Großen Bundeswehrauftrag hätte ich annehmen können, aber keine Leute, keine Leute. Das machen jetzt irgendwelche Engländer. Ja, Dunstabzugshaube, ich sehe. Also, wir könnten ihn in diesem Bereich hier machen. Aber ohne Garantie, dass es da drunten trocken ist. Denn was da unten rausläuft, das kann durchaus da hinten reingelaufen sein. Verstehen Sie? Wasser ist dünn und schnell. Ihr Nachbar hat sein Dach hier auch völlig neu gemacht. Ja, weil er angebaut hat. Mir ist aber von einem Fachmann gesagt worden, dies wäre ein sehr gutes Dach. In einem sehr guten Zustand. Und das wäre eine Kleinigkeit. Dann lassen Sie doch die Kleinigkeit machen von Ihrem Fachmann. Ich sage Ihnen, bei so einem alten Dach ist eine Teilreparatur rausgeschmissenes Geld. Und glauben Sie nicht den Quatsch von jedem Fachmann. Denn was sich heute alles Dachdecker nennt, da schämt man sich manchmal selbst. Man schämt sich wirklich. Jetzt läuft die Abzugshaube. Was ist? Oh Gott. Das hat er mit Absicht gemacht. Dieses Schwein, dieser Erpresser, dieser Dachwichser. Cherie, dein Vokabular. Nur deswegen kein Schnaps, bitte. Ich darf mich vor allem nicht aufregen. Was sagst du da? Naja, in aller Freundschaft natürlich. Er ist gestern ausgezogen. Tja, was macht er mit dem Haus? Der Bungalow. Der wird verkauft. Ihr kriegt also neue Nachbarn. Aber keine Angst, wir suchen euch schon was Nettes aus. Oh Gott, die lassen sich scheiden. Na, das finde ich ja. Wie findest du das denn, Hajo? Toll, ganz toll. Also wirklich sehr beeindruckend. Und guck mal da. Da, da. Ich meine, dagegen sind unsere doch wirklich Bagatellen. Wer lässt sich scheiden? Es tropft. Irgendwas tropft hier. Hörst du das nicht? Hier tropft irgendwas. Wie? Nee, nee, danke. Nee, ist schon okay. Das ist nur der Rhythmus von der Musik. Der tropft. Ist alles dicht. Auch in der Küche, alles dicht. Ist ja auch keiner auf dem Dach herumgelatscht. Wir sollten uns wirklich nicht verrückt machen mit diesen Flecken. Wirklich nicht. Wusstest du eigentlich, dass selbst Luxusschiffe unten nie ganz dicht sind? Da kommt immer eine Kleinigkeit durch. Mhm. Und die haben dafür extra Pumpen. Mhm. Lenzpumpen. Sehr komisch, Sherry. Ich habe übrigens noch zwei neue Dachdecker aufgetan. Die werden sich melden, hoffentlich. Das ist so albern. Millionen leben unter dichten Dächern, dann wird es uns ja wohl auch gelingen, oder? Dass sich nur von diesem Scheißkerl nicht terrorisieren lassen. Also, wir fahren nach Belgien. Natürlich fahren wir. Wir fahren auf jeden Fall. Ich lass mich doch nicht. Nee. Wir werden schon nicht absaufen. Auch ohne Lenzpumpe. Lenzpumpen? Sie meinen Tauchpumpen? Die stehen hier. Tauchpumpen, vollautomatisch. Die haben einen Schniepel an der Seite. Das ist der Schwimmer. Wenn das Wasser steigt, dann geht der Schniepel hoch. Und die Pumpe schaltet sich automatisch ein. Kann man die auch mieten? Ja, wir haben auch einen Geräteverleih, aber das lohnt sich ja nicht bei den Preisen. Ich meine, 119 Mark, da haben Sie was fürs ganze Leben. Ja. Mann. Drei Badewannen? Haben Sie denn so viele Kinder? Enkel. No, 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 no.
Vorsicht! Vorsicht! Nicht so rapsig! Nicht so rapsig! François! Das ist so wild, Kinder! Moment! Sag mal, die drehen völlig durch da draußen. Was heißt Vorsicht? Prudence, Präkaution. Was du meinst, ist Doucement. Doucement. Okay, Moment mal. Du siehst doch früher mal süß. Ja, aber Doucement heißt sachte, behutsam. Glaub's mir, Papi, ich kenne die Sprache inzwischen. Gut, aber auf deine Verantwortung. Und langsam heißt Lentement. Lentement, danke. Oh. Doucement, 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 les enfants. Das ist so schön geworden. Ist. So gemütlich und so knuffig. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das war Jacques. Alles Jacques. Man muss nur einen Mann heiraten, der den richtigen Vater hat. Guck mal, er hat das ja nicht nur alles alleine eingebaut. Er hat ja auch die ganzen Kabel verlegt, Rohre angeschlossen, alles. Und da oben werdet ihr schlafen. Erkennt ihr es wieder? Der will da auch noch eine Dusche einbauen. Toll. Ganz toll. Tja, mit mir habt ihr in dieser Beziehung Pech gehabt. Zwei linke Hände, schon immer. Ich kann keinem Schräubchen was zuleide tun. Du hattest doch auch niemals Zeit dazu. Und in der Stadtwohnung macht er uns ja auch alles. Oh, ich bewundere ihn. Der hätte mal unser Haus machen sollen. Ist was? Hä? Nö, nö. Meinst du den Fleck da? Da war im Dach ein ganz, ganz kleines Loch. Jacques hat es natürlich zugemacht und das wird nur mal überpinselt. Hm. Ist doch nicht schlimm, oder? Nö, nö. Das ist ein Klacks, wa? Jacques? Hallo. Du hast das fabelhaft gemacht. Ich habe vorhin schon gesagt, du hättest auch unseren Bungalow renovieren sollen. Das wäre besser geworden. Nein, nein, kann nicht. Ihr habt Handwerker, Meister. Jawohl, danke. Herr Handwerkmeister. Präzision, deutsches Wertarbeit. Nein, nein, ich kann nicht. Ich bin Bricoleur, du Heimwerker. Aber Sissi sagt, du hast sogar das Dach dicht gekriegt. Kein Problem. Wenn du siehst auf dem Dach 5, 10, 20 Stellen, wo die Wasser. Peut-être. Aber wie weißt du welche? Ja, das ist eben das Problem. Zu wissen, wo ist die Lecker? Das Wasser ist dünn und schnell. Kein Problem. Du nimmst Silikon. Kostet gar nicht teuer. Und auf jeder Stelle, 5, 10, 20, machst du ein Silikon. Hast du Glück? Kein Wasser mehr. Hast du nicht Glück, machst du die nächsten 20 Stellen Silikon, Silikon, Silikon und einmal hast du Glück. Silikon, das gibt's in Tuben mit so einer Spritze, ne? Aber hält das auch ewig? Ajo, das ist so deutsch. Ewig. Die ganze Leben hält nicht ewig. Anfängermurks. Das ist das Ding. Total professionell. Ist die Rolex unter den Pistolen. Hm. Gut. Gebrauchsanweisung klebt drauf. Hm. Können Sie gar nichts falsch machen. Idiotensicher. Tröstlich. Nur nicht in die Augen schmieren. Wieso, wird man davon blind? Nee, blind nicht, aber stört beim Gucken. Ja, ich wollte es eigentlich mehr fürs Dach. Fürs Dach? Total geil. Nehmen Sie eine alte Scheckkarte zum Glattziehen. Es gibt da allerdings noch was Heißes. Aluminium-Bitumstreifen. Damit können Sie sogar ein Schwimmbecken abdichten. Unten natürlich. So einfach wie Klebeband. Drauf und fertig. Und hält das auch so lange wie Silikon? Na ja, alle 30 Jahre sollte man es erneuern. Oder alle 32.
Na also. Oh! Anne! Anne! Ins Auge. Wie kann man sich nur mit so einem blöden Spritzding... Dieses blöde Spritzding ist der Rolls-Royce unter den Silikonpistolen, Mensch. Still mal. Bisschen weiter rüber. So. Hinterm Ohr ist ja auch noch was. Du musst ja unbedingt alles selber machen. Ja. Ich rede mir den Mund... Weil ich nicht der letzte Arsch dieser Dachdecker-Ärsche bin. Ja. Aber in Jacques bist du auch keine Hajo. Jacques, komm. Jacques hatte eine klitzekleine Bankfiliale, wenn der das sogar lernt. Als Belgier. Weiß doch, die Belgier sind die Ostfriesen der Franzosen. Weißt du, warum die Belgier keine Cornichon essen? Weil sie nicht wissen, wie sie mit dem Kopf ins Gurkenglas kommen sollen. Sehr ulkig, Herr Beck. Erzähl dem mal deiner Tochter. Die wird sich totlachen. Die Lage hier ist natürlich einmalig. Im Grunde genommen haben Sie hier Stadthaus und Ferienhaus in einem. Und zum Einkaufszentrum sind es 10 Minuten mit dem Auto und 5 Minuten mit dem Fahrrad. Und zum Golfplatz sind es 5 Minuten mit dem Auto und 10 Minuten mit dem Fahrrad. Zum Schwimmbad können Sie zu Fuß. Und daneben ist dann gleich die Grundschule und das Gymnasium. Und dahinter das große Naturschutzgebiet. Ja, und freitags haben wir Wochenmarkt. Und abends läuten die Glocken, wie auf dem Dorf. Ja, wirklich. Und da nebenan, das Dach ist kaputt? Nein, die Dächer sind hier fabelhaft, überall. Das ist ein ehemaliger Manager. So ein Turbotyp, wissen Sie, der kann nicht stille sitzen. Der putzt da oder so. Sehr hilfsbereit, wirklich ein ganz reizender Mensch. Irgendwo eine kleine, vielleicht eine winzige Stelle sein, wo unter bestimmten Bedingungen Wasser eintritt. Haben Sie vielleicht unseren Ball gesehen? Sag mal, ihr spinnt wohl, aber ganz schnell. Ich meine, ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig und langsam. Geht ihr jetzt einer nach dem anderen wieder runter, ja? Ich halte hier oben fest so lange. Los, komm. Ab! Mistviecher hier! Das ist aber ein fröhlicher Manager, Ihr Nachbar. Ja, ein ganz besonders heiterer Mensch. Anne! Und eine Alarmanlage hat er auch. Wird hier viel eingebrochen? Nein, überhaupt nicht. Keine Spur. Ich glaube, hier ist noch nie etwas passiert. Dort drüben wohnt übrigens ein Landgerichtsdirektor. Der steht sogar unter Polizeischutz. Anne! Anne! Und hier ist eine zweite Gästetür. Man ist von Fusch umzingelt. Der Alarm war ausgeschaltet. Hätte überhaupt nicht reagieren dürfen. Und dann dieser ganze Ärger mit dem Dach, nur weil ein schlampiger Arbeiter irgendwann, irgendwo dieses Mistding liegen lässt. Das gibt's aber woanders auch. Ich habe mal einen Chirurgen verteidigt, der hatte sogar seine Brille liegen lassen. Die hat man auch erst nach Jahren wiedergefunden. Allerdings in einer Patientin. Ich habe mich noch nie so geschämt. Das ist sehr schön, Herr Pfeiffer. Sie sagen es. Aber es ist für uns eine etwas umständliche Tour, um an Blumen zu kommen, wissen Sie?
Herr Beck, mir ist es völlig schleierhaft, wie sowas passieren konnte. Sowas darf nicht noch nicht passieren. Das kann auch gar nicht passieren. Das ist technisch völlig unmöglich. Vielleicht ist Ihre Technik so intelligent, dass sie mehr leistet, als Sie für möglich halten. Herr Beck, ich verstehe Sie ja. Wir tauschen jetzt keine Teile mehr aus, keine Platinen. Sie kriegen eine völlig neue Zentrale und die wird völlig neu eingemessen. Hier ist das Fax, das ich dem Hersteller geschickt habe. Und wenn das nicht hilft, dann hau ich denen die Generalvertretung um die Ohren. Ich bin doch nicht deren Affe. Ja, wenn Sie mir das sagen, Herr Pfeife, dann muss ich das natürlich glauben. Das darfst du nicht, das nicht und das solltest du besser auch lassen. Cherry, bitte. Lass mich hart sein gegen mich selbst. Das ist ein ziemlich hoher Betrag, den wir verfuttern müssen. Und mit einer Gemüseplatte ist das nicht zu schaffen. Also wieder mal Selbstmord mit Messer und Gabel. Und was feiern wir? Deine Wandlung vom Bastel-Saulus zum Bastel-Paulus? Wir verfressen nur das Geld, das ein Dachdecker gekostet hätte, wenn er gekommen wäre. Ich will ihn ja auch noch bereichern. Ah. Wenn ich schon anderen Leuten den Job wegnehme. Der nächste Fehlalarm. Und der Pfeifer glaubt zu sagen, dass das technisch ja gar nicht geht. Oh, Sissi. Danke, mein Kind. Danke. Ach, hat Mami mal wieder gepetzt, was? Nein, nein, mir fehlt überhaupt nichts. Ja, ich habe mich mit diesem Silikon gründlich eingerieben und dabei ist auch ein bisschen aufs Dach gekleckert. Dem Jacques wären die Tränen gekommen, aber vor Lachen. Naja, und jetzt ist natürlich großes Fracksausen. Vor dem Tag, wenn der Regen kommt. Da ist es auch trocken. Du kontrollierst mich heimlich. Das ist niederträchtig. Wenn ich jetzt unser Maler wäre, dann würde ich einen cholerischen Anfall bekommen. An den Maler habe ich auch schon gedacht, du. Den von neulich, den können wir vergessen. Und für die zwei Flecken, da kommt doch kein neuer hierher. Das wird wieder genauso ein Krampf wie mit den Dachdeckern. Also mache ich einen Malerkurs. Volkshochschule, Farbe und Gestaltung. Volkshochschule? Weiß ich nicht. Aber im Heimwerkermarkt gibt es auch Lehrgänge, weißt du? Sogar mit praktischen Übungen. Genau so. So habe ich mir den goldenen Lebensabend immer vorgestellt. Erst streiche ich das Klo, dann tapeziere ich die Garage, dann das ganze Haus, dann fange ich im Klo wieder an. Ich würde es dir gerne abnehmen, Hajo, aber das Pudern von Decken ist wirklich nur eine Übergangslösung. Komm, geh mal einen Zug. Hey, das darfst du nicht. Sei vernünftig. Schon wieder. Was? Guckst du an die Decke? Ich guck doch nicht an die Decke. Ich hab geträumt. An die Zigaretten gedacht, die ich nicht mehr rauche. Hm. Und an die Decke geguckt. Ja, weil ich auf dem Rücken liege. Du merkst das gar nicht mehr. Schon wenn du reinkommst, guckst du an die Decke. Wenn du dich ausziehst, wenn ich mich ausziehe, immer wieder guckst du an die Decke. Bildest du dir ein. Und warum willst du dann andauernd auf dem Rücken liegen? Warum soll ich dann an die Decke gucken? Du hast doch sowieso keine Flecken. Oder doch? Die ganze Nacht Regen und immer noch ist alles dicht. Merkst du eigentlich, wie sehr ich dich bewundere? Sag trotzdem niemals Jacques zu mir, bitte. Oh, den könnte ich überhaupt mal anrufen. Gestern beim Training, ein Schulpsychologe. Nur der hatte einen trockenen Fleck an der Decke, der aber trotzdem feucht war, verstehst du? Nein. Ja, bei dem kam immer nur so viel Wasser durchs Dach, wie durch die Luft eben weggetrocknet wurde. Oder anders gesagt, ein trockener Fleck kann auch ein nasser sein, obwohl er trocken aussieht. Hajo, machst du es jetzt nicht ein bisschen zu kompliziert? Du, bevor ich die Matte da oben wieder hinlege und die Steine drüber harke, will ich wenigstens wissen, dass die richtige Stelle jetzt auch richtig dicht ist. Das hat mich unheimlich geärgert neulich, dass ich angeblich nur noch an die Decke gucke. Ich war nervös. Vielleicht war ich nervös. Als ob ich nur noch darauf fixiert wäre. Bist du nicht. Obwohl das nicht uninteressant ist, nebenbei bemerkt. Wenn du zum Beispiel eine Filtertüte nimmst von einer Kaffeemaschine, eine Filtertüte, und tust ein bisschen Salz hinein, faltest das Tütchen zu und klebst es mit Klebestreifen unter diesen feuchten Fleck. Dann zieht das Salz die Feuchtigkeit aus der Decke und der Fleck ist wieder trocken. Toll, was? Du, ich muss wieder weiter. Hast du ein bisschen Pfefferminz für mich oder sowas? Hygroskopie.
nennt man diese Eigenschaft des Salzes. Mikroskopie. Ja, ich verstehe. Und hast du hinterm Schrank nachgeguckt? Nein, nein, hinterm Schrank. Die Bungalows sind hier alle sehr solide gebaut, von der deutschen Esculap seinerzeit. Vorwiegend für Ärzte. Und das Dach hier, ist das auch so wie nebenan? Das nebenan ist auch in Ordnung. Da oben, das ist der Besitzer, ein pensionierter Manager. Der testet wohl gerade sein Telefon. Mit einer Harke? Ja, aber sonst wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Ja, und die Tapetenstelle? Das Ding in der Diele. Ich bin jetzt in der Küche. Auch trocken. Okay. Belastungsprobe Ende. Das Dach wird hiermit für dicht erklärt. Ach, hallo. Entschuldige mal. Es ist so blöd, weißt du. Aber jedes Mal, wenn sich jemand echt interessiert fürs Haus, dann stehst du auf dem Dach rum und bastelst irgendwas. Ja, neulich hat selbst die Leiter am Haus einen, nein, nicht gerade abgeschreckt, aber, ja, verstehst du? Ja, entschuldige, Kerstin, das tut mir leid. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, dass du das nicht mit Absicht machst, ist mir klar. Ja, ja, jetzt ist auch alles vorbei. Also ich meine, das Dach ist jetzt total dicht. Es war auch nur eine ganze Kleinigkeit, nur so eine kleine Schraube. Ja, okay, okay. Ich wollte es dir nur mal sagen. Nein, nein, danke, dass du es mir gesagt hast. Tschüss. Ja, tschüss. Entschuldigung, Herr Bock? Beck, ja? Ah, schon schlecht. Sorry, Sie haben mich angerufen. Firma Scheichmann wegen der Dachreparatur. Ich? Sie? Ja, hier ist der Zettel. Teerosenweg. Ach so, ja. Ja, ich habe ganz viele Firmen angerufen. Jede Menge sogar. Aber das ist jetzt schon Wochen her. Auch nicht gut. Unsere Sekretärin kriegt ein Kind, was ja nichts Schlimmes ist, an sich. Und ich meine, wir hatten so viel zu tun. Ich hätte es sowieso nicht früher machen können. Aber ich hätte es Ihnen gern selber gesagt, und zwar, als Sie angerufen haben. Ist das Kind denn inzwischen da? Nee, noch nicht ganz, aber bald. Sie heiratet schon. Hoffentlich wird es ein gesundes Kind. Ja, das hoffen wir alle. Ja, na, nur seien Sie mal nicht traurig. Das ist eh nur eine Kleinigkeit, was Ihnen hier durch die Lappen gegangen ist. Hätte sich wahrscheinlich gar nicht gelohnt. Na, Sie haben ja hoffentlich einen Kollegen gefunden, der auch eine Kleinigkeit ordentlich erledigt. Ja, das heißt, genau genommen bin dieser Kollege ich. Selber? Naja, wie man das als Amateur eben so zu machen pflegt. In Ihren Augen wahrscheinlich grauenvoll. Also, entschuldigen Sie, dass wir so geschlammt haben und... alles gut. Danke, für Sie auch. Ach, Herr Scheichmann. Also, der nächste Herbst kommt ja nun und der Winter auch. Und ob Sie nicht vielleicht doch mal sich... Nicht schlecht, Herr Beck. Das könnten Sie so lassen. Der einzige Nachteil wäre, dass die vielen kleinen Abdichtungen dem Wasser natürlich auch viele Angriffsflächen bieten. Und wenn Sie es noch sicherer machen wollen, dann könnte man die ganze Fläche noch einmal abdecken. Als Fläche, verstehen Sie? 4 bis 6 Quadratmeter. Einfach drüber, Deckel drauf. Und das würden Sie machen? Wir leben von Aufträgen, Herr Beck. Und nicht nur von den Großen. Nein. Bitte, Kerstin, das ist wirklich nur noch dies eine Mal zur Sicherheit. Damit es dann nie wieder vorkommt. Seit über 2 Stunden stehen wir jetzt da, aber es kommt keiner raus. Oh, ich sehe gerade, wir müssen die Besichtigung leider verschieben. Statt 1:30 sagen wir so 5:30 abends. Geht das? Hallo, ich bin der Uwe. Moin. Moin. Kann mein Kollege mal bei Ihnen telefonieren? Bei uns ist der Funk total im Eimer. Ganze Zeit probiert, ja, aber... Ja, natürlich. Bitte. Hier, bitte sehr. Jo. Gestern einen geilen Witz gehört. Kennen Sie den? Nein. Ja, Brigitte, gib mir mein Chef. Was macht eine schöne Frau morgens mit ihrem Arsch? Was, wir sind hier am Wappen. Ja, alles klar. Wissen Sie nicht? Jo.
Ich schmierte ihm ein paar Brote und schickte ihn damit auf Arbeit. Da guckt sie. Der Chef kommt nicht. Ja, kann er wenigstens nichts falsch machen. Naja, das war auch nicht vorgesehen. Er sagte, Sie wüssten Bescheid und außerdem ist das ja nur eine Kleinigkeit. Sagt unser Chef. Der sagt viel, ne? Also, wir sind eine Leiter. Er sagte, Sie hätten einen. Ja, aber auf der anderen Baustelle. Und Frühstück? Nee, nee. Zwei Flaschen Bier reicht. Für jeden. Und nicht zu kalt. Wir sind auf Diät. Na komm, schmeiß auf den Scheiß! Komm! Komm runter, hat keinen Zweck. Wieso nicht? Das ist der Kleber. Seit 5 Jahren eingetrocknet. So schickt uns unser Chef auf Arbeit. Ja, müssen wir neuen holen. Müssen wir gucken, wo? Genossenschaft vielleicht? Weiß nicht. Dann müssen wir noch mal wiederkommen. Tja, aber heute wird das nichts mehr werden. Glaube ich auch nicht. Und morgen, was meinst du? Ja, morgen. Warum nicht? Wenn wir einen Kleber heute kriegen. Ja, wenn. Die Anker neulich, da sind wir 3 Mal für hin. Ich kam ja unten aus Frankfurt. Mal gucken. Mario, die Leute sind da. Hä? Wo? Auf dem Dach. Sieben. Hörst du sie nicht? Chef, haben Sie mal eine alte Decke für uns? Und dann müssen wir die Leiter mal hochziehen. Die brauchen wir oben beim Kleben. Zum Beschweren, okay? Eben noch so viel Rabatz da oben und jetzt Mäuschenstille. Ja, die werden kleben. Kleben geht nun mal geräuschlos. Aber ich weiß nicht, mir kommt das irgendwie komisch vor. Jennifer? Anne, ja, guten Morgen. Entschuldige die Störung, aber wir haben Handwerker. Jennifer, ihr könnt doch von eurem Balkon so schön auf unser Dach gucken. Was haben Sie gemacht? Noch gar nichts. Um 11 hatten Sie ausgeschlafen und sind gegangen. Aber ich habe mir die Zeiten genau notiert. Und ich habe die Nachbarn als Zeugen. Na, nun wollen wir mal sehen, was auf der Rechnung steht. Mario? Hä? Was? Hörst du nicht? Ja. Der Sturm und dieses komische Klatschen auf dem Dach. Ja, komisch, warum klatscht das? Ist ja alles dicht? Alles dicht, nicht ein Tropfen. Aber warum klatscht das so? Unglaublich. Unglaublich. Und gepennt haben die auch noch? Naja, zumindest haben sie sich gesonnt. Herr Beck, 2 Alkoholiker. Der eine hat Eheprobleme. Jeder andere hätte die beiden längst gefeuert, aber ich, Idiot, gebe denen eine Chance. Okay, 2 Arbeitslose mehr. Ich wollte hier keine Existenzen vernichten. Ich wollte doch nur... Es war ja schon dicht. Aber dann diese kleine Schraube. Nur zur Sicherheit dachte ich, dass... Herr Beck, das ist doch unser Problem als Handwerk. Keiner hat heute mehr den Mut, die schwarzen Schafe auch wirklich zu schlachten. Gucken Sie hier. Das hat ein Tischler gemacht, ein Kollege. Den kenne ich seit über 100 Baustellen. Da schließt keine einzige Tür. Anzeigen müsste ich den bei der Handwerkskammer. Ich weiß doch, was für Leute in der Politik rumhampeln. In der Wirtschaft, in der Industrie, bei den Banken. Warum soll es ausgerechnet im Handwerk anders sein? Ja, das ist schlimm. Aber wie kommen wir weiter? Blöd. Nachher heirate meine Sekretärin. Achmed! Ein Brenner fertig machen, 3 Rollen Schweißbahn, Schreiner und ein paar frische Handschuhe. Und meine Gummistiefel!
Herr Scheichmann! Wollen Sie nicht wenigstens einen alten Mantel von mir überziehen? Man muss von der Arbeit nur weit genug wegbleiben, dann macht man sich auch nicht schmutzig. Sie schweißen das da jetzt praktisch drauf. Ja, und dann hält das auch, und zwar doppelt. Solange wie ich lebe und solange wie Sie leben. Und, meine Herren, auf ein neues. Und rechts und links. Ein bisschen angestrengt, Herr Beck. Vielleicht jetzt nicht weiter mit Turnen. Und morgen gehen Sie mal bei Ihrem Arzt vorbei. Das kann nicht schaden. Ich bin wieder da. Kaum ist eine Katastrophe überstanden, da kommt schon die nächste. Wo tropft sie jetzt? Nein, Sisi hat angerufen. Beide Kinder haben jetzt die Windpocken. Und Philipp hat einen Autounfall. Rechter Arm in Gips und Schleudertrauma. Sie sagt, er hat dabei noch ein Riesenglück gehabt. Um Gottes Willen. Ist er im Krankenhaus? Heute noch. Morgen kommt er nach Hause. Weil wir ja unser Dach nun wohl endlich... Cherie, das ist doch überhaupt keine Frage, dass du da hinfliegst. Soll ich mitkommen? Nein, im Augenblick nicht. Wenn ich dich für ein paar Tage allein lassen kann? Ja, kein Problem. Ich bin hier umzingelt von Ärzten. Sehr gut, Herr Beck. Alles sehr, sehr gut. So, jetzt wird es noch mal ein bisschen schwerer, aber das schaffen Sie auch noch spielen. Bei Ihrer Kondition. Amüsieren Sie sich über meine Sprüche. Nee, nee, ich musste bloß grinsen über die komischen Flecke da oben. Welche Flecken? Da, an der Decke. Wenn die Dame jetzt nicht hier wäre, würde ich sagen, Ärsche. Ja, sehr komisch. Wir gehen jetzt langsam mit der Belastung wieder zurück. Langsamer treten, es geht leichter, noch leichter. Sehr gut. Hallo. Eigentlich wollte ich mich ja bei dir entschuldigen. Aber weißt du, so eine Scheidung ist kein Krippenspiel. Da liegen die Nerven schon mal bloß. Und ohne den Verkauf des Hauses kommen wir einfach nicht weiter. Naja, im Grunde bist du ja schuld an unserem Dachtrouble. Ich? Wieso? Weil ich dir den Dachdecker genannt habe? Nein, nein, weil du damals den Fleck entdeckt hast auf unserer Hausmumming. Nein, 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 das war nicht ich, das war eure Frau. In Wahrheit war das so eine kleine Schraube. Aber wer da draufgetreten hat, das weiß man nicht. Das kann man nicht beweisen. Vielleicht die Leute von der Alarmanlage, die waren einmal auf dem Dach. Oder der Schornsteinfeger mit dem Fuß oder mit Absicht. Man weiß es nicht, man kann es nicht beweisen, weißt du. Sag mal, jetzt wo Anne weg ist, kriegst du eigentlich was zu essen? Na ja, danke. Kein Problem. Der Firma Scheichmann GmbH und Co. KG. Unser Büro ist nicht mehr besetzt. Sie erreichen uns wieder ab Montag bis Freitag zwischen 6.30 Uhr und 14.15 Uhr. Nein, Herr Beck. Die Feuerwehr macht keine Dachabdeckung. Wir haben auch keinen Plan dafür. Nur wenn das Wasser in Ihrem Keller läuft, den könnten wir dann ausprobieren. Hier spricht die Notdienstzentrale der Klempner Innung Sanitär, Heizung, Klima. Unsere Mitarbeiter befinden sich zurzeit im Einsatz. Wenn Sie jedoch Ihre Rufnummer hinterlassen, werden Sie baldmöglichst zurückgerufen. Wir danken für Ihr Vertrauen. Sprechen Sie bitte nach dem Pfeifton. Herr Beck? Daddy, ich danke dir ja so, dass du mir die Mami geschickt hast. Weißt du, es ist so... Ja, ist doch alles gut, mein Kind. Ist alles sehr verständlich. Und bei dir?
Naja, ja. Alles wunderbar, alles okay. Die haben sich nicht verspätet. Die kommen überhaupt nicht mehr. Oh Gott, nein. Im Keller ist ein Jagdgewehr von meinem Vater. Aber ich kann nicht damit umgehen. Zerstört mit ihrer Stümperei, aber ich werde nie wieder einem Heimwerker helfen. Nie wieder! Ich hab nur das repariert, was Sie da zusammengefunden haben. Scheichmann, da ist ein Loch, wo früher keins war. Und der Schaden im Haus ist gewaltig. Ich gebe Ihnen die Chance, sich das anzugucken. Wenn Sie diese Chance nicht nutzen, bitte sehr. Und Sie wollte ich nicht hängen lassen. Ausgerechnet so jemand wie Sie. Herr Scheichmann, ich drohe nicht mit einem guten Rechtsanwalt. Ich habe einen. Wir kommen vorbei. Tag, Sie haben eine Reklamation. Und wir sollen mal gucken, was unser Chef da wieder für einen Scheiß gebaut hat. Sie sollen das machen? Jupp, wir. Sie haben ja nicht gerade sehr nett über uns geredet neulich. Nicht sehr arbeiterfreundlich. Meinen Sie, was wir für Überstunden haben? Und unser Chef bezahlt die nicht? Abbummeln, sagt er. Ja, wann denn? Außerhalb der Arbeitszeit am besten, oder wie? Wir haben es beide schon an den Magen. Beide auf Diät. Und wenn wir mal eine halbe Stunde bei Ihnen auf dem Dach abbummeln, dann reißt er uns den Arsch auf. So sieht das nämlich aus. Und da wird man vom Kunden noch bespitzelt. Haben Sie auch eine Leiter? Nein, ich möchte nicht, dass Sie das machen. Auch geil. Kunde verhindert Nachbesserung. Vor Zeugen. Kein Bier, kein Trinkgeld, das war's. Auf Wiedersehen. Da war das Loch. Aber dass Sie gekommen sind, das vergesse ich Ihnen nie. Naja, im Fall eines Falles. Und das hat ein richtiger Dachdecker angebrannt. Ja, der Chef selbst im Smoking. Waren im Smoking? Nein, ich nicht, der Dachdecker. Aha, vielleicht ein menschliches Problem. Vielleicht. Also, diese Folie auf Ihrem Dach, die hier, die darf man nämlich mit einer Bitumenschweißbahn nie zusammenbringen. Sonst versprödet sie und zerbröselt. Da findet zwischen den beiden Materialien, also zwischen Folie und Bitumen, findet ein sogenannter Weichmacheraustausch statt. Mit einem Propanbrenner darf man auf so ein Dach auch gar nicht drauf. Sowieso nicht. Und das heißt? Dass die Schweißbahn muss alles wieder runter, rausgeschnitten werden. Die Isolation drunter hat er verschmort, die muss erneuert werden. Und dann muss ein Material drauf, das sich mit ihrer Folie verträgt. Teuer. Im Grunde musste er ihn das ganze Dach neu machen. Ganz abgesehen von den Schäden unten. Ja, da war alles frisch renoviert. Die Witterung ist auch nicht gerade toll für so eine Aktion. Fahren Sie zur Handwerkskammer. Nicht telefonieren, gleich hinfahren, reden. Damit Sie so schnell wie möglich einen Gutachter herkriegen. Einen Innungsgutachter. Und lassen Sie den Mann, der das hier gemacht hat, lassen Sie den nie wieder auf Ihr Dach. Er weiß nicht, was er tut. Und Sie meinen nicht, dass... Was ist? Ein Golfball. Wieder vom Nachbarn? Nein, das glaube ich nicht. Hier ist ja ein Golfplatz in der Nähe. Aber das ist doch ein ziemliches Ende weit weg. Ja, nun, es gibt ja Spieler, also besonders die Japaner, die haben einen unheimlich weiten Schlag. Und hier bei uns spielen ja immer mal Japaner. Komisch, Philipp hat das rechts. Mhm, wer ist Philipp? Ein Coronar-Bruder. Mhm. Weißt du, mein Hauptproblem ist im Augenblick dieser verdammte Weichmacher. Weil im Zusammenhang mit... Erklär's mir bitte nicht, die Sache mit dem Weichmacher. Weißt du, ich habe schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass unsere Zeit zu Ende geht. Tja, wenn alle unsere Handwerker so viel zu tun hätten wie alle unsere Gutachter, dann hätten wir wirklich wieder goldenen Boden unter den Füßen. Also, Sie bezahlen jetzt erstmal 380 Mark an der Kasse und dann rechnen Sie mit dem Gutachter nicht vor 3 Wochen.
Ja, aber es geht ums Dach und der Herbst. Lassen Sie trotzdem jetzt nichts daran machen, sonst zerstören Sie die Beweise. Und wenn es Ihnen zu unsicher ist, lassen Sie es lieber abdecken. Die Kosten dafür muss nachher der Gegner übernehmen, wenn Sie recht kriegen. Ist was? Herr Beck! Herr Beck! Ja, bitte? Herr Beck? Wir kriegen die Planen oben allein nicht fest auf dem Flachdach. Also wir schlagen rund um das Haus ein paar Eisen ein und daran werden die Säulen dann festgezurrt. Okay? Ja, ja, natürlich. Aber es ist ja grotesk. In Wahrheit geht es ja nur um eine so große Schraube, den Propanbrenner, den Weichmacher und um die Beweise. Vor allem um die Beweise. Also Sie dürfen vor allem keine Beweise vernichten, verstehen Sie? Die zahlt dann natürlich der andere. Können Sie mal einen Augenblick herkommen? Ja. Ich habe das nämlich eben erst entdeckt. Sehen Sie mal hier, das Wasser jetzt sogar bis in den Keller gelaufen. Wie ist denn das nun wieder passiert? Ich meine, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch technisch gar nicht möglich. Das kann doch nicht vom Dach runter ums Parterre rum und hier reingelaufen sein. Ja, das scheint das Rohr zu sein. Das Abflussrohr, das Regenrohr vom Dach. Und das geht dann darüber, Moment, darüber, ins Siel. Also, und das ist undicht? Ja, muss nicht. Wenn sich oben das Wasser unter der Dachhaut sammelt, dann kann das auch innen, außen am Rohr entlang gelaufen sein. Oder? Tropft dann hier ab. Ja, aber sehen Sie mal hier, der ganze Schrank ist doch versaut mit allem, was drin ist. Aufschreiben, Herr Beck. Der muss das alles bezahlen. Aufheben. Aufheben. Alles Beweise. Alles Beweise. Und du schmeißt ihn den Ball auf. Ja, also. Und dann Jesus. Das ist ja schon pathologisch, was du hier treibst. Hast du denn jedes Gefühl für die Realität verloren? Ganz sichere Käufer sind mir eben abgesprungen. Mit diesem scheiß Christo machst du mir echt die ganze Scheidung kaputt. Meinst du denn wirklich gleich Scheidung? Schlau, dass du gleich hierher gekommen bist. Unser Haus ist nämlich ein bisschen abgedeckt. Was ist passiert? Wasser im Keller. Und dabei habe ich die Briefe gefunden. Welche Briefe? An dich? Von Harald? Von... Ach du liebe Zeit. Wer ist Harald? Harald war Sissis Musiklehrer. Kein Skilehrer? Golftrainer? Jo, da war nichts. Wenn da nichts war, warum hast du sie dann aufgehoben? 11 Briefe, Cherie, sowas gibt's doch nur noch im Kino. Briefe aufheben. Beim Umzug wollte ich sie wegschmeißen und dann habe ich es vergessen. Nein, überhaupt? Warum hast du sie überhaupt aufgehoben von Anfang an? Ich weiß es nicht. Weiß es wirklich nicht. Vielleicht, weil mein Mann kaum eine Sekretärin ausgelassen hat. Zum Trost habe ich sie vielleicht aufgehoben oder trotz oder so. Ich finde das kitschig, Briefe so aufzuheben, dass der andere sie findet. Irgendwas tropft. Nein, Harjo, es tropft nichts. Hier ist die Decke völlig dicht. Da. So groß war die Schraube. Dann kam noch der Weichmacher und jetzt die 11 Briefe. Und die Welt ist voller Probleme. Harjo, bitte. Herr Beck? Herr Beck, entschuldigen Sie, dass ich über Handy komme. Hier ist Eversafe. Oh, Herr Pfeiffer. Ich glaube zu sagen... Ja. Oh Gott. Erklärt das.
Was glaubt ihr zu klären? Die Anlage hat heute gut funktioniert, sagt er. Aber dafür hatte der Wachdienst einen Aussetzer. Und inzwischen haben sie bei uns eingebrochen. Ja? Es tropft. Es tropft. Ha 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 ha!